Was geht ab, Leute? Clint am Start mit einem Gameplay auf Vertigo, einer Map aus dem Uprising DLC. Und die erste Sache, die ich ansprechen will, ist die, dass ihr uns auf Facebook oder Twitter folgen solltet. Denn dann würdet ihr nicht Kommentare schreiben wie, oh, ihr bringt nur einen Monat oder ein Video pro Monat oder wollt ihr aufgeben mit YouTube, ich deabonniere euch. Leute, ich habe auf Facebook, glaube ich, dreimal geschrieben, dass mein iMac kaputt ist. Und der war 2 Wochen oder 2,5 Wochen in der Reparatur, ja. Und die gewann Urlaub, also konnten wir in der Zeit keine Videos machen, Leute. Ja? Also lieber erstmal auf Facebook und Twitter folgen, dann seid ihr auch informiert. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist mein Thema dieses Videos. Und zwar das Marketing-Desaster der Xbox One. Ja? Ich glaube, ich habe noch nie ein dermaßen riesen Fail gesehen, was das Marketing angeht. Apropos Fail. Ja, apropos Fail. Ich glaube, Sony und Microsoft suchen dringend Hardware-Designer. Ja? Also, die Xbox One sieht aus wie ein Videorekorder aus den 80ern und die PS4 sieht aus wie irgend so ein fehlgestrandetes Raumschiff oder irgend so ein Prototyp, ja, den irgendjemand dann irgendwo gefunden hat in der Ecke. Ein Prototyp von der PS2 oder so. Also, beide nicht gar Designer-Meisterwerke, aber bei Konsolen sind wir ja eigentlich fast nichts anderes gewöhnt, oder? Oder gab es jemals irgendwie eine Konsole, die so richtig, richtig geil aussah? Also ich schlage vor, die werden müssen einfach mal den Apple-Chefdesigner anrufen, Jonathan Ive, und mal um Rat fragen, würde ich sagen, wie eine Konsole mal vielleicht aussehen sollte. Aber Microsoft hat da nicht nur darin Nachholbedarf, sondern auch im Marketing. Denn ich glaube, die Xbox One wird als die Konsole in die Geschichte eingehen, die das schlechteste Marketing hatte in der Weltgeschichte. Oder? Gab es schon jemals so einen Shitstorm wegen einer Konsole? Was Microsoft auf die Fresse gekickt hat, war ja nicht mehr feierlich. Viele Sachen stimmten auch gar nicht oder war nur Halbwissen, ja, oder Gerüchte. Aber ein Shitstorm vom Feinsten wegen 3 Sachen. Natürlich wegen dem Kinect-Sensor, der ja immer angeblich an ist. Wegen den Gebrauchtspielen, die man ja nur schwer verkaufen kann oder nur gegen Gebühren. Und natürlich den Online-Zwang, dass man einmal am Tag 1 Minute lang die Konsole anhaben muss, damit man spielen kann. Auch Offline-Games, ja. Das hat ja Microsoft jetzt ja alles weggeschmissen, ne? Also Kinect kannst du sowieso ausschalten in den Menüs der Xbox One. Ich glaube, laut deutschem Recht geht das auch gar nicht, dass das Ding die ganze Zeit an ist. Dann die Gebrauchtspiele, es funktioniert alles so wie auf der Xbox 360. Du kannst das Spiel ganz normal auf deiner Disc kaufen und bei eBay wieder verkaufen. Kein Problem. Und den Online-Zwang gibt es auch nicht mehr. Also wenn man halt nur offline ist, dann kann man halt auch Offline-Spiele spielen. Ist ja eigentlich generell eine positive Nachricht. Aber jetzt fallen natürlich auch viele coole Features weg, die man so hatte. Und zwar sollte man ja die Spiele teilen können mit bis zu 10 Familienmitgliedern. Ja, dann sollte es ja auch so sein, dass ich zum Beispiel wäre zu Digga gegangen, ja, hätte mich mit meinem Account eingeloggt und alle meine Games, die ich auf der Xbox One jemals gekauft habe, digital oder halt auf Disc, wären am Start gewesen. Ich hätte sofort zocken können oder ich hätte auch die Discs gar nicht mehr reinschieben müssen ins Laufwerk, ja. Jetzt muss ich es wieder machen, wenn ich ein Spiel zocken will auf der Xbox One. Vorher wäre es gar nicht nötig mehr gewesen, wenn ich das Spiel einmal gekauft habe. All so eine Sachen, glaube ich, fallen jetzt weg, weil man halt wieder das traditionelle Modell hat, weil man Marketing ja völlig verschissen hat. Und warum hat man völlig Marketing verschissen? Weil man so eine News den Leuten, muss man jetzt erstmal erklären, warum macht man es denn so? Zum Beispiel der Online-Zwang hat sicher auch mit diesem System zu tun, mit diesem Sharing von den Games, dass alles verfügbar ist auf den ganzen Cloud-Servern. Dass das natürlich die Raubkopie abhalten soll. Wer erinnert sich nicht auf der Xbox 360? Du konntest die Konsole hacken und dann konntest du alle Offline-Spiele zocken. Du durftest dich halt nur nicht einloggen bei Xbox Live, sonst wäre die Konsole gebannt gewesen. Aber alle Offline-Spiele konnte man ja zocken. Und dann halt nichts bezahlen für Spiele. Ist natürlich nicht so geil. Und die Gebrauchtspiele-Sache war natürlich die Sache, was die Entwickler schon seit Jahrzehnten, glaube ich, nervt. Dass dieses Weiterverkaufen von Games, weil die Entwickler bzw. die Studios haben nichts davon. Nur GameStop zum Beispiel hat da was davon oder man selbst, ja. Gerade so eine Singleplayer-Games, ja, die werden halt durchgespielt, verkauft, wiederverkauft, 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 wiederverkauft und die Entwickler sehen nichts davon, ja. Sagen wir, die verkaufen eine Kopie, das Spiel wird 15 Mal verkauft, die haben aber nur einmal Erlöse gemacht und 15 Mal wurde das Spiel praktisch kostenlos gespielt, kann man so sagen, ja. Und deswegen regen sich die Entwickler auf. Aber
Wenn man dieses System einführt und sagt, okay, Gebrauchtspiele kann ich jetzt nicht mehr so leicht verkaufen oder nur gegen Gebühr, dass der Entwickler was davon sieht oder der Spielehersteller, ja, dann hätte man auch gleich sagen müssen, okay, dann kostet das Spiel aber nicht mehr 60 Euro, sondern nur 40 Euro. Da muss man das von Anfang an aus verhandeln. Man hätte Microsoft von Anfang an den Spielehersteller sagen müssen, okay, ihr wolltet so haben, wünscht ihr euch? Okay, aber dann gibt es digital, die Spiele kosten nur noch 40 Euro, meine Freunde. Dann machen wir das. Dann können wir es nämlich auch verkaufen. Weil stellt euch vor, Microsoft hätte auf der Konferenz gesagt, okay, wir machen das jetzt so mit den Gebrauchtspielen, aber die werden auch nur 40 Euro kosten. Ja? Dann hätten alle gesagt, damit kann ich leben, oder? 40 Euro nur anstatt 60? Ja? Ich muss dann irgendeine kleine Gebühr abdrücken, wenn ich das Spiel verkaufen will? Kein Ding. Ich glaube, so funktioniert doch Steam, ja? Die PC-Plattform, ja? Ich glaube, da am Anfang haben doch auch alle nur rumgeheult über Steam, wie scheiße das ist. Und mittlerweile hat sich's doch endlich etabliert, soweit ich weiß. Ich bin kein PC-Gamer, ihr könnt mich aufklären, ja, die PC-Spieler unter uns. Aber soweit ich weiß, ist Steam eigentlich jetzt eine anerkannte Plattform. Und also es ist unglaublich, wie scheiße das Marketing von Microsoft war, das den Leuten vernünftig zu verkaufen, die Vorteile. Beziehungsweise auch Xbox Live auf der Xbox One. 300.000 Server. Als ich das gehört habe, dachte ich, was? Auf der Xbox 360 gab es 15.000 Server und jetzt werden es 300.000 Server? Ja, Hammer. Fand ich übelst krass, ja. Weil man als Gamer natürlich nur davon Vorteile hat. Zum Beispiel Titanfall ist ein Shooter exklusiv für die Xbox One von Respawn. Respawn Entertainment besteht zum größten Teil aus den Typen, die uns Call of Duty 4 gebracht haben, ja. Die Revolution des Online-Shooters. Und Titanfall macht von der Cloud, von den ganzen Servern mächtig gebraucht. Und zwar erstmal ist alles nur auf dedicated Servern. Es gibt kein Host-Migration mehr. Es gibt keinen Host-Vorteil oder Host-Nachteil, wie bei MW3 und Black Ops 2. So hat man ja das Gefühl. Dann wird die Intelligenz der KI-Gegner, die es auch bei Titanfall gibt, obwohl es nur ein Online-Spiel ist, gibt es da auch KI-Bots. Und die Intelligenz von denen wird auf den Cloud-Servern ausgelagert, ja. Das fand ich auch richtig geil, ja. Oder zum Beispiel Forza Motorsport 5, ja. Die Cloud-Server speichern wohl irgendwie den eigenen Fahrstil, ja. Und hat man so einen Avatar, also praktisch so einen, ja, Fahrstil, der auf irgendein, ja, so einen Avatar gespeichert wird. Und den kann man dann fahren lassen mit seinem eigenen Fahrstil, ja, weil das abgespeichert wurde. Und das ist gerade mal der Anfang, das sind schon geile Features, ja. Und daraus kann man ja noch viel, viel mehr machen, ja. Aber einfach für Shooter dedicated Server. Und jetzt stellt euch mal vor, Call of Duty auf Konsolen mit dedicated Servern. Wäre das nicht ein Traum? Aber die Frage ist, ob das wirklich so kommt, weil Activision, ja, da habe ich so meine Zweifel, ob die das wirklich durchziehen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel das jetzt die Entwickler so kostet und so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was mit Call of Duty Ghosts sein wird und Dedicated Servern, aber ich hoffe es natürlich, dass es auf der Xbox One so sein wird. Wäre ja eine Schande, wenn man die 300.000 Server nicht wirklich benutzen würde. Und zum Schluss kann ich euch noch sagen, weil die Frage kam auch, was holen wir uns denn jetzt eigentlich, PS4, Xbox One? Also ich hole mir zu Beginn auf jeden Fall die Xbox One für Online-Gaming. Wie gesagt, auch wegen Xbox Live, wegen den ganzen vielen Servern. Die PS4 hole ich mir später für Singleplayer-Games. Und Digger holt sich, glaube ich, sofort die PS4 und die Xbox One am Tag 1. Ich glaube, Gino will sich die PS4 holen. Manne ist noch so unentschlossen. Und Eikide von uns, ich glaube, der will sich die PS4 holen, weil er so ein alter PlayStation-Fan ist. Ja, so sieht's aus bei uns. Das war mein Beitrag zu dem Xbox One-Marketing-Desaster. Und mal sehen, ob Microsoft das hier noch umdrehen kann. Das war's von mir. Clint out.